Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Hauen das blöde Boot. Pack die Weltkarte. Macht uns ziemlich weit weg. Ich hab gegen den Troll dumm gekämpft. Muss man mal ehrlich zugeben, ja? Ach so. Gleich sind wir beim Boot. Da ist das Boot. Willst du mich verarschen? Das ist nicht benutzbar. Ja, hammergeil. Dann gehen wir halt hier querbeet ein. Das ist nicht benutzbar. What the fuck, ey? Haufenweise Rehe. Haufenweise, nicht haufenweise. Haufenweise. Ist noch drauf. Bye bye. Aha. Unten ist ein Bär. Das spielt aber keine Rolle für mich. Das Fragezeichen schon eher, bei dem wir gleich sind. Sind inzwischen relativ voll gepackt. Oh shit. Oh shit. Komm schon.
Leck mich, Waldschrat, Junge. Da sind tolle Sachen drin. Manches davon gebräuchlich, manches davon weniger. Es wird uns alles hauptsächlich Gold einbringen und Materialien. Muss man jetzt nicht unbedingt als Dreck bezeichnen, die Wölfe, aber gut. Das ist sehr viel Wald. Kriegen das schon hin. Welche Level ist die verbesserte gewesen? Level 29, ja gut. Das wird ja wohl noch dauern. Könnte auch wieder ein Waldschrat sein. Wahrscheinlichkeit ist hoch. Bei so vielen Wölfen. Auf jeden Fall sind hier viele Wolfsrudel. Da ist der Turm. Und das letzte Stück. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, und das war natürlich wieder klar. Geisteröl, bitte. Ist das der erste? Ja. Verdammt, bist du hässlich. Ja, verdammt, hast du ein hohes Level. Ja, nichts anderes, wir das Tagebuch trotzdem durchlesen. Haben wir's? Müssen wir alle herstellen. Die Ausrüstung komplett. So. Das. Aber wenn wir schon hier oben sind, das letzte Fragezeichen ist nicht sonderlich weit entfernt. Ach scheiße. Schmeiß den Müll bitte weg. Das letzte Fragezeichen ist nur 200 Schritte entfernt. Ach, vergiss es Plätze.
Tja. Ich werde einmal kurz den Weg zu Ende gehen. Wie lang ist der? Hm, gleich vorbei. Gucken, was da ist. Am Ende des Weges. Ist relativ wenig. Gut, das kann man ja nie wissen. Das letzte Fragezeichen noch in Kaer Morhen. Ich guck gerade mal mein Handy. Dann sind wir eigentlich schon fast fertig mit der Aufnahme. Hauptquest gibt es dann am Samstag. Wieder. Tut mir leid, dass ich dann hier die ganze Zeit Nebenquests gemacht habe, Fragezeichen gemacht habe. Eine ganze Stunde lang. Ich weiß schon, was da oben ist. Ein bewachter Schatz. Drakoniden. Öl. Habe ich das inzwischen eigentlich? Nein! Welches Level bist du? Ach, lächerlich. So fällig. Heißt jetzt nicht, dass wir unvorsichtig sein dürfen. Eins. Hier alles, aber ich gehe hier nicht weg, ohne den anderen Würmern auch fertig gemacht zu haben. Das ist so weit weg. Kapiert, komm her. Hier ist Kaer Morhens Karte zu Ende. Selbstverständlich haben wir hier auch gemacht. Und die zwei einzigen. Noch zurück zum Wachturm. Und dann ist vorbei für heute. Dann ist vorbei. 500 EP bis 25, das ist schon nice. Ja, ein bisschen runterbuggen ist schon mal ganz okay. Wieder auf dem Weg. Und dann passt das alles. Doppelfolge für heute fertig aufgenommen. Zwei Nebenquests gemacht, zwei Fragezeichen gemacht. Tja, Plätze, da kommst du nicht durch mit deinem Kopf. So. Weil ich keinen Bock habe, hier dann von hier aus dann Schnellreise zu machen. Geht's hier zurück nach Kaer Morhen.
Ja, und da oben sieht ihr noch das Portal. Interessant. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war The Witcher 3 mit mir, dem Nefkara. Ach, The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem Nefkara. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao. Schnibbel die Schöp und hallo, Rio. Ja, und eigentlich muss ich gar nicht mehr weiter erzählen, weil für euch war das nur ein Cut an der Stelle. Weil ich habe gemerkt, ich hatte nur 50 Minuten aufgenommen. Dann habe ich da einen Schnitt reingemacht oder 58 Minuten. Auf jeden Fall keine volle Stunde. Konnte ich nicht so machen. Habe ich nicht so gelassen. Und ja, heute geht's mit einer Hauptquest los. Ausnahmsweise mal. Da werden wir uns heute als erstes drum kümmern. Ein bisschen leveln, leider in Kermorhen nicht so viel los. Haben wir uns das schon bemüht. Mit seinem Pferdchen hier lang geritten. Ich nehme auch einen ganz schön weiten Weg dann. Oh, ne Petersilie, ich wusste, dass das das ist. Ich bin momentan total Japano-Freak. Das werdet ihr bald auch merken. Blutmoos. Hornblatt kenne ich ja gar nicht. Ja, okay, Blutmoos wächst auch nur am Strand. Ich bin momentan ein riesen Persona-Fan. Und ihr da, wenn ihr jetzt danach googelt, kommt dann, hä, Persona? Das ist doch irgend so ein Frauenprodukt. Nein, es ist ein Japano-RPG und zwar eins der besten Japano-RPGs, was ich je gespielt habe, gesehen habe. Kriegt ihr in Deutschland nur nicht. Oder wenn, dann nicht auf Deutsch und. Also es ist schon echt schwer zu bekommen. Hier waren wir doch auch drin, meine ich. Meine Freundin hat gesagt, es gibt noch mehr Höhlen hier zu erforschen über Geralts Kindheit. Ich werde versuchen, natürlich alles zu finden. Ich weiß, ich stehe ein bisschen schnell. Wobei, komm, das nehmen wir mit. Es könnte sein, dass die Tage auch Star Wars Battlefront kommt. Denn ja, die Beta bin ich gerade am zocken und bis jetzt... Keine Ahnung, gefällt es mir nicht. Heroes of the Storm könnte bald wieder kommen, weil ich mich wieder am Ranken bin. Das ist das Pony von ihm. Das ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Was ist passiert? Wie hat er sein Lager aufgeschlagen? Eskels Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Ha! Das fasse ich nicht! Ist das ernsthaft? Haben wir das gerade ernsthaft bekommen? Haben wir gerade verbessertes Drakonidenöl einfach geschenkt gekriegt im Spiel? Geil! Wir hatten ja nicht mal das normale, dann kriegen wir direkt das verbesserte. Das ist geil, das ist richtig geil. Bis hierhin gucken wir mal in die Alchemie nach. Bis hierhin hatten wir ja nicht mal normales davon. Wo haben wir das? Drakonidenöl. Ich meine, wir haben nicht mal das Rezept davon. Ihr seht, wir haben nicht mal das Rezept fürs Drakonidenöl in der ersten Form. Wir haben nicht mal das für die zweite oder generell dann noch fürs dritte. Das, wir haben einfach nichts davon. Das ist schon richtig behindert. Okuinöl. Verbessertes haben wir aber davon nicht. Das sollten wir demnächst unbedingt herstellen. Auf jeden Fall fehlt Glasblatt oder so. Ja. Hopfendolden. Jetzt haben wir das, das Drakonidenöl bekommen. Vorher haben wir gar kein Drakonidenöl gehabt. Das ist schon richtig gut. Fußspuren. Und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Der ist die, benutzt sie wahrscheinlich zum Anlocken von den Drakoniden. Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Ah. Rindenstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Es stinkt. Egal, der stinkige Geruch einer Ziege reicht aber aus, dass ich den Weg weiterfinde. Hier ist Stein, hier wird er keine Fußabdrücke mehr drauf machen. Geralt ist ja nicht umsonst der beste Fährtenleser. Heute schon Folge 109. Eskels Spuren.
Die Nase irrt sich nicht. Nein, tut sie nicht. Aber da hinten kämpft er schon. Die hat sich nicht selbst hier angeflockt. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Yen hält euch ganz schön auf Trab, wie? Hat schon Befehle gebrüllt, als erst ein Fuß aus dem Teleport ragte. Als ich etwas entgegnen wollte, sagte sie... Damen darf man nicht unterbrechen. Genau. Manchmal bin ich froh, dass meine hässliche Fratze mir die Frauen vom Leib hält. Äußerlichkeiten sind nicht alles. Jedenfalls nicht für alle Frauen. Das stimmt. Die meisten mögen auch dicke Geldbörsen. In der Hinsicht kann ich auch nicht prahlen. Psst. Hörst du? Er kommt. Oh ja. Party! Wir sind einen Schritt zu langsam gewesen. Verdammt, er hebt ab! Auf die Flügel! Wäre auch langweilig gewesen, wenn der Kampf direkt vorbei wäre. Geralt packt das Schwert weg. So richtig entkommen tut er uns nicht. Haben wir ja noch was von ihm. Sein Blut. Blutet stark. Das ist sehr schön. Diese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Hätte uns den Ärger ersparen und sich töten lassen können. Ja, und sich dazu selbst ausweiden und sich auf einen Bratspieß schieben? Ha, genau. Obwohl das Biest kaum so wohl erzogen ist. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute hatte gerade gefohlt. Eskel und Skorpion. Durch das Schicksal verbunden. Zauberhafte Geschichte. Nimm mich ruhig hoch. Du bist nur neidisch. Wahrscheinlich. Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kukudi, Kukuda. Was ist das für ein Lied? Altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Hier ist wieder irgendwas hexamäßiges Ding drin. In sein Versteck geflohen. Gut, jetzt flieht er nicht. Nein, aber hier drin ist was, was ein bisschen interessanter werden könnte für mich. Auch wenn ich das hier für dich tue, hier ist was für mich drin. Sondern muss kämpfen. Wichtig ist aber nicht der Kampf. Wichtig ist das, was hier sonst noch drin ist. Hier geht's nach rechts. Ich gehe aber jetzt erstmal nicht nach rechts. Hier ist ein Ziege. Bäh. Das ist ein Reh. Na gut, der ist hier runter. Aber hier ist noch was anderes. Eskiel. Draußen an der Wand war ein Wolfssymbol. Hier ist irgendwas. Das könnte es schon sein. Nee. Aber hier ist wirklich irgendwas. Ja, ja, wir können es schon hören. Das war ja auch irgendwo klar, dass der hier in der Nähe halt rumgehauen hat. Verdammt, bist du hässlich. Ja, komm, versuch.
Letzte Schlag hat gesessen. Und da verbesserte Wurfshandschuhe. Sehr schön. Her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Jan dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Doch, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie wir den Fluch ohne sie brechen sollen. Wir hätten Triss um Hilfe bitten können. Ich will's mal so ausdrücken. Wenn Jen Uma nicht helfen kann, können wir immer noch zu Triss gehen. Die wird uns keine Vorwürfe machen. Umgekehrt allerdings... Da wäre was fällig. Eben. Jetzt Schluss damit. Gehen wir. Und ansonsten hat das ja auch was. Wir haben übrigens die verbesserten Wolfshandschuhe gefunden. Wir können mal ganz kurz reinblicken ins Handwerk. Das Teil hier wird geil. Bärenarmbrust. Die Katzenarmbrust ist aber auch nicht schlecht. Aber die Bärenarmbrust sieht schon ticken geiler aus, muss ich ehrlicherweise zugeben. So. Hier, das sind die Sachen halt. Pferdenleserhandschuhe, bla bla. Nifgardische, bla bla bla. Hier die Wolfshandschuhe, dann die verbesserten Wolfshandschuhe. Die haben wir schon beide. Benötigt Stufe 21. Wir könnten das schon tragen. What? Wir müssen schon das Wolfsset in der verbesserten Version tragen können. Lol. Das heißt, ich müsste das eigentlich jetzt schon bauen, das Verbesserte. Das ist ja mal scheiße. Na gut, das werden wir dann wohl basteln. Weil das bedeutet, wenn das schon auf Stufe 21. Hier die Wolfshose, die verbesserte Wolfshose haben wir ja auch schon. Taugt ja schon nicht viel. Katzenhose war ja schon besser. Das ist ja scheiße. Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich nach der Hauptquest hier um die verbesserten Wolfssachen schon kümmern müssen. Ist ja schon ärgerlich, ehrlich gesagt. Weil die Wolfssachen sind ja schon in der verbesserten Form schlecht. Ah. Hätten das halt viel früher gebrauchen können, ne? Jetzt so mit Level 25 ist das halt... nicht mehr sonderlich wertvoll. Theoretisch aber ist das das nächste, was wir tragen. Was übrigens auch nicht stimmt. Wenn wir als nächstes was tragen, dann ist es, ja, war klar, dass die beiden hier sind. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Da bin ich noch halb blind. Gott sei Dank ist noch Nacht. So, das sind 400 Schritte. Das ist schon ein ordentliches Stück, was du da gegen mich duellieren willst. Aber Plötze hat extrem gutes Equip. Zum Reiten. Das ist eigentlich nicht eine großartige Chance gegen mich. Sag dir das, wie es ist. Ich weiß nicht, ob man es ansieht, aber Plötze ist schneller. Vor allen Dingen hat es ja auch nichts mit lahmem Gaul zu tun. Plötze ist einfach schneller. Ich muss erstmal Ausdauer regenerieren. Du kommst jetzt von rechts. Hm? Lass dich aber nicht vorbei. So, und jetzt kann ich mal wieder ein bisschen Zunder geben. Und dann habe ich es aber auch geschafft. La, 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 la. Halt! Endlich! Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Mhm. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin. Aber ein verdammt guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Wenn du darauf bestehst. Hier. Nutze es weise. Was haben wir denn bekommen? Ein Level up. Haha. Bergstiefel. Und ein Level Up haben wir halt bekommen, ne? 25 jetzt, inzwischen schon.
Ach, meine Nase juckt. Oh Gott. Das passiert, wenn die Nase juckt, dann müsst ihr auch niesen. Einfache Logik. Das sind sie, taugen halt nix. Ist das schon irgendwie klar gewesen? Es ist ein Silberschwert, genau deswegen habe ich es auch mitgenommen, damit wir das dann entzaubern können. Müsste es nicht jetzt bald mal so weit sein? Ja komm, das ist hier absolut, davon haben wir genug. Mach das einfach, alle Dinger machen es auch irgendwo. Überlegenes haben wir nicht irgendwas, ne? Nur die verbesserten Wolfshandschuhe. Überlegene Bärenhose. Ist auch mit Stufe 29 fast soweit, aber das ist eine schwere Rüstung, soweit ich weiß. Wir haben leider nicht die nächst höhere Stufe, aber eigentlich müsste das so sein. Eigentlich müsste es wieder soweit sein. Bei wann haben wir die Katzensachen angelegt? Mit 23 erst. Das kann eigentlich noch nicht sein. Die Greifenrüstung war mit 18. Was war die Katzenrüstung nochmal? Normale Katzenrüstung, bitte. 17. 17, 23. Das heißt, das ist mit 18 gewesen. 17 plus 6. 18 plus 6 ist eigentlich die 24 jetzt. Eigentlich. Verbesserte Wolfsrüstung. Ja, die können wir ja auch herstellen. Fehlen uns Monsterfedern. Haben wir eigentlich genug. Katze läuft eh gleich ab. Ja, ich weiß. Ich finde, Lambert ist erstmal dran. Dann kann es langsam mit mehrere Orte Rüstungsschmied und bla gehen. Eigentlich auch schon ziemlich hohes Level inzwischen, ne? Stufe 25. Tja, finde Lombard. Das werde ich auch tun. Ja, haben wir alles gerade eben gehabt. Den Level Up auch. Hey! Los, los! Ich guck mal kurz nach, ob wir nicht trotzdem schon Stufe 29 am Arsch. Wären schon Ausrüstung. So. Ha! Stufe 26. Es ist bald soweit. Es ist bald soweit. Die greifende Schulenausrüstung. Eine weitere Verbesserung. Das ist übrigens die Wolfsschulenrüstung Teil 4, die wir da suchen. Hier ist es Teil 3. Das ist dementsprechend wirklich die, die wir brauchen. Aber Teil 4... Das ist die überlegende, überragende, schieß mich tot schon. Das ist schon die höchste dann bei der Wolfsschulenausrüstung. Langsam, langsam. Ha. Sehr schön. Und ein Schleifstein. Cameron hat ja auch eigentlich alles. Schmied wäre mir vielleicht ein Ticken lieber. Ja, hier muss viel Reparaturzeug sein, weil wir keinen Schmied hier haben. Ach komm, ich muss eh zu Fuß rein.